Immer wieder, geh weg. Immer wieder zieht er sich zurück. Immer wieder sucht er einsame Orte, wo er zum Vater betet. Das müsst auch ihr tun. Macht das. So stille Zeit. Egal wo, wo es dir einfach gut tut. Wo du den Zug bekommst, hey, da höre ich die Stimme. Da geht was. Suche es. Manchmal auch hier im Schönberg, ja. Bei der Schwester Stefan. Ja? Und beim lieben Gott. Und bei der wunderbaren Mutter, die wir auch verehren. Ne? Beim barmherzigen Jesus, schau, ich habe ihn mitgebracht. Der geht überall mit auf die Missionsreisen. Gell? Der war schon in der halben Welt, gell? Fast. Gell? Also so. Aber das ist wichtig, dass wir so zum Vater beten. Jesus ist in die Einsamkeit, in die Natur gegangen. Er ist dorthin gegangen, zum Vater zu beten. Bei ihm zu sein. In der Stille zu sein. Für alle zu beten. Auch das Vaterunser zu erklären, das ist jetzt nochmal so ein Durchgehen in ein richtiges Bild. Das online mit Gott, aber dann zu Gott zu beten. In einer richtigen Hand. Wie wir es auch gelernt haben in Israel. Vielleicht ist es eine kleine Wiederholung, macht nichts. Eine Wiederholung ist immer. Es ist für den Studenten ganz wichtig, Wiederholung. Jesus betet und lehrt diese Jünger beten, an uns beten. Herr, wie geht denn das? Ich habe es nicht auf der Pfanne, es geht nicht. Ich will es zwar, aber es geht nicht. Wie geht beten? Herr, lehre uns beten. Wie sind wir online mit dem Vater? Wir sehen dich, du bist weg, du bist total versunken. Und wenn du zurückkommst, strahle dein Gesicht. Was ist da? Das strahlt dein Gesicht. Es strahlt dein Licht aus zu dir. Wie machst du das? Was tust du? Wie können wir richtig beten? So soll dir beten. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schuld. Wie auch wir unseren Schuldern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Gehen wir mal durch. Vater unser. Eigentlich, wenn wir richtig sagen, unser Vater. Wisst ihr, wie ihr betet? Wenn ihr schon betet, in welcher Haltung? Ihr schließt keinen eurer Brüder und Schwestern aus. Ihr erkennt an, alle hat er erschaffen. Alle liebt er. Er ist unser Vater. Du schließt keinen aus, deinen schlimmsten Feind, der dich verwundet hat. Mama und Papa nicht. Deine Freunde, die dich verwundet haben. Dein Nachbar oder deine Klassenkameraden oder die du gehabt hast schon, die dich gemobbt haben, vielleicht im Kindergarten. Oder deine Brüder und Schwestern, die dich immer geschnitten haben, die waren immer vielleicht ein Aschenbruder und bist nicht mitgekommen. Du betest für alle unseren Vater. Und weißt, er ist unser Vater. Und er sorgt für uns. Und in dieser großen Weise betest du in deinem Herzen. In dieser Weite betest du in deinem Herzen, dass du alle einschließt, dass du für jeden betest, wenn du ein Vaterunser betest, den du an diesem Tag triffst. Aber du betest doch für alle in Australien, Italien, in Kolumbien, in Amerika, überall, wenn du dorthin gehen würdest. Du hättest schon gebetet für deinen Bruder und deine Schwester. Unser Vater. So musst du beten. Wenn du ausschließt und nur für dich betest mit solchen Scheuklappern, dann ist dein Gebet nichts wert. Du schließt niemand aus, weil er der Vater von allen ist. Weil er jedem diese wunderbare Seele erschaffen hat. Dieser wunderbare Vater hat uns abbildlich zu sich erschaffen. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Dieser wunderbare Vater. Wo uns Jesus lehrt, in eine ganz neue Dimension hineinzukommen. Da hat man bei den Juden eben
den Namen Gottes gar nicht ausgesprochen. Das Yahweh hat man nicht ausgesprochen, hat man Adonai, Elohim, Sebaot dazu verwendet, weil der Name heilig war und der Hohepriester durfte es nur 10-mal an einem Tag, am Yom Kippur-Tag, aussprechen, sonst nicht. Jetzt ist eine Revolution da. Jesus lehrt uns, wenn ihr betet, sagt unser Vater. Es ist unheimlich. Wisst ihr, wir dürfen das sagen. Du hast etwas, wo du von deinem Vater bekommen hast. Und zwar diese unsterbliche Seele. Großartig. Siehst du, unser Vater, das ist revolutionär. Da bist du zu Hause, wenn du das betest. Unser Vater, der du bist im Himmel. Der du wachst und der du in diesem Himmel bist, der für uns auch da ist und den du erschaffen hast, dass wir selbst zu dir kommen dürfen. Du wunderbarer Vater. Unser Vater, der du bist in mir. Großartig, so dürfen wir beten. Wisst ihr, das ist eine Herzenshaltung. Du betest für alle. Geheiligt werde dein Name. Was heißt das? Du entscheidest dich, dass du in deinem ganzen Leben ihn groß rauskommen lässt. Dass du für ihn Flagge zeigst, für deinen Vater. Dass du für ihn eintrittst. Dass du alles, was von ihm kommt, heilig hältst. Dass du weißt, er ist gut. Weil sein Name steht für Qualität. Sein Name steht für Liebe. Für Barmherzigkeit. Für Güte. Für Versöhnung. Sein Name steht für eine neue Zivilisation. Sein Name steht für alles Neue, um den Schrott in dieser Welt zu ersetzen. Es ist sein Reich, das kommt in seinem heiligen Namen, was sein Wesen ist. Liebe, gut sein. Er ist in sich gut und vollkommen. Deswegen nimmt auch der Sohn alles vom Vater an. Er sagt nicht, ja Vater, weißt du, ich bin irgendwie schon ein bisschen besser noch wie du. Aber das Jesus gesagt, er seht ihn dort in der Statue, auch dort hinten, hat Jesus gesagt, weißt du, so wie es einfach sich Assistenten beim Professor machen, ein bisschen wollen sie ihn schon überflügeln. Da habe ich meinen Professor überwunden, ja? Habe noch eins draufgesetzt. So sind wir doch irgendwie getrennt. Nein, hier erkennt der Sohn von Ewigkeit, der Vater ist vollkommen. Meine Liebe, vollkommen. Und alles, was vom Vater kommt, meine Liebe, dürfen wir annehmen, so wie der Sohn, als Vollkommenes. Und genauso bei uns entgegennehmen, wie es der Sohn angenommen hat. Das ist richtig. Dann kommt das Reich des Vaters zu uns. Innen hinein. Ganz innen hinein. Dann bricht das neue Reich ein und dann heiligst du in allem seinen heiligen Namen. Und wisst ihr, wie dieser Name verschmäht wird? Es gibt keinen Vater auf dieser Welt, der so furchtbar attackiert wird wie dieser Vater, und der hätte es überhaupt nicht verdient, weil er vollkommen ist, weil er die Liebe ist, weil er die Barmherzigkeit ist. Wie wird er verkannt? Wie wird geschumpft gegen ihn? Und wenn irgendwie ein Tsunami kommt, dann ist er schuld. Wie kann er das zulassen? Es ist kein Beten, auch wenn du mal grollst mit ihm und er versteht dich. Wenn du grollst, wenn du wütend bist, wenn du gegen ihn schlägst, wenn du rebellierst, er liebt dich trotzdem. Aber komm lieber da hinein und lass dir das Zeichen, dein Name werde geheilt. Das ist das Entscheidende. Weil ich erkenne, er ist vollkommen. Alles, was von ihm ist, ist vollkommen und gut und Liebe. So soll ich beten. Da kommt zuerst einmal eine Befreiung, oder? Aber dermaßen eine Befreiung, die so wichtig ist für uns Jugendliche, oder? Die ist wichtig. Dass wir frei sind. Dein Reich komme. Das ist das Reich, das von Gott kommt. Wisst ihr, es gibt ein Reich in der Welt.
und dieser Reichtum, den ihr alle seht, egal wo ihr seid, in allem, was die Welt bietet, das ist ein Reich, das euch angeboten wird, meistens auch wirklich geordnet noch von unten her, auch von dem Fürst dieser Welt, der uns alle Reichtümer anbietet. Aber manchmal gehen wir mit diesem Reich, das von Gott kommt, alles Heilige, das Wort Gottes, nicht um, dass es angenommen wird. Dein Reich komme zu mir. In das Herz meines Bruders, meiner Schwester, meines Feindes, überall kommt dein Reich hin. Das muss eine Herzensangelegenheit sein, dass du jedem dieses Reich wünschst und nicht nur für dich dieses Reich hast, sondern dein Reich komme in diese Welt, die dieses Reich so sehr braucht, sonst geht die Welt zugrunde. Das Reich braucht die Welt. Sonst werden alle Reiche in dieser Welt vergehen. Und wenn wir noch so in der Weise im Geld schwimmen und erfolgreich sind in der Wirtschaft, die Reiche werden alle vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sein Reich vergeht nicht. Und es heißt ja, suche in allem das Reich Gottes und alles andere wird dir dazugegeben werden. Suche zuerst einmal dieses Reich, dass du alles annimmst von Gott zu dir in dein Herz. Dann wird dir alles andere nachgeworfen. Such es nicht im Garten. Dann hast du ein richtiges Beten, ein Herzenshaltung des Betens. Das will ich. Ja, wie es Kinder dann auch auf die Straße schreien. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Im Himmel so auf Erden. Wisst ihr, der Wille Gottes, da hängt es uns manchmal dran. Mein Wille und der Eigenwille gegen den Willen Gottes. Dass wir ihn unterordnen. Warum? Du kannst es nur unterordnen. Du sagst, hey, also das geht nicht. Jetzt soll ich noch meinen Willen ihm unterordnen. Den kenne ich ja gar nicht richtig. Geht er überhaupt gut mit mir um? Aber wenn du erkennst, innen drin, er ist vollkommen, er ist die Liebe und er geht mit dir gut um, wirst du deinen kleinen Willen seinem großen Willen unterordnen? Dann schon. Und das müssen wir transportieren in der Kirche, dass sein Wille für uns perfekt ist. Wenn du das betest, ist es schon gefährlich, versteht ihr? Da verändert sich in deinem Leben alles. Da geht es richtig zur Sache, wenn du das betest, kann Gott eingreifen. Dein Wille geschieht. Das ist so wichtig, dass das du in deinem Leben zulässt. Und dieser Wille, wisst ihr, es heißt, ordne dich in allem Gott unter. Und der Teufel muss vor dir fliehen. Wenn du dich in allem Gott unterordnest, weil du kapitulierst und sagst, ich weiß nicht mehr, was gut für mich ist. Das weißt du besser. Du bist gut, ich nicht. Du bist gut, oh mein Gott. Sonst tust du dich immer wieder stellen gegen den Willen Gottes, weil du ihn nicht richtig kennst als guten Vater, der alles Gute für dich will. Da sagst du, nee, lieber Gott, bis hierher. Fünf Meter Abstand. Näher kommst du nicht dran. Ich gehe ja schließlich mit mir selbst besser um, wie du mit mir umgehst. Und dein Willen, der ist immer ganz schön suspekt. Da bleibe ich lieber bei meinem eigenen Willen. Weißt du, das tust du aber nur, wenn du kein Vertrauen hast, da du nicht stehst. Jesus, ich vertraue auf dich. Wenn du erkennst, er ist gut. Er ist barmherzig. Er ist der Vollkommene. Er ist die Liebe. Dann lieferst du dich aus, sonst bist du immer der, der auf Konfrontationskurs mit deinem Gott geht und immer und immer wieder rebelliert. Ich will mein eigenes Leben leben. Versteht ihr? Gott will für dich sorgen, wie eine Mama für das kleine Kind sorgt. Gott will dich versorgen. Er hat echt was auf der Pfanne. Der hat was richtig da oben, das sage ich euch. Der hat Schätze an Schätzen da oben in seinen Schatzkammern, da werdet euch hören und sehen vergehen. Gerade weil ihr dann in diese Glücklichkeit hineingeht und diese Freude hineingeht über einen Gott, der so für dich sorgt. So nicht dein ganzes Ding allein machen musst ihr unten. Und dann geht es eh noch schief.
Wille geschehe, ganz aus der Liebe heraus. Ich habe ihn erkannt. Er ist gut. Das ist das richtige Bild. Wisst ihr, und das ist etwas schön. Dein Wille geschehe, wo steht der Wille Gottes? Das ist ein grandioses Bild. Da geht voll die Post ab, versteht ihr? Innen drin, aus der Heiligen Schrift, eine volle Power. Und wenn du das reinlässt, dieses Wort Gottes. Ja, schön, dass er noch kommt, das ist ja wunderbar. Immer noch mehr Jugendliche, das sehe ich sehr, sehr gerne. Und der liebe Gott auch. Klasse. Wisst ihr, er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Das ist das echte Hammerbild. Echt. Das gefällt mir, habe ich unbedingt rausgezogen. Und das musste ich reinbringen. Diese Power, die aus dem Wort Gottes kommt, das Wort Gottes, ist eine Kraft, die jeden rettet, der daran glaubt. Und wenn du das aufnimmst in dir, das verändert dich, das macht dich schön. Das macht dich anziehen, das macht dich lichtvoll. Es kommt eine Power in dich hinein. Es wird gut. Dein Reich komme. Es ist das Wort Gottes, was das Reich Gottes ist. Indem du es annimmst und lebst, dann ist das Reich Gottes bei dir angekommen. Ja? Also, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Also wie oben, wie auf unten. Dass die Wolkenkratzer stehen bleiben. Ja? Das ist aber wichtig, dass sie nicht umfallen. Und dass der Himmel nicht jenes Gewölbe verliert, das er ihm verliehen hat. Sondern alles geschieht so, wie es der Vater will. Schau dir mal dieses Wunder an in der Schöpfung. Dein Wille geschehe, das wächst, das Leben. Das Ding klappt nicht zusammen. Morgens geht wieder die Sonne auf, nachts gibt es den Mond, dann sind die Sterne da, immer und immer wieder. Wir sehen in den kleinsten Blumen die Schönheit Gottes. Leben kannst du nicht machen. Du mal alle Wissenschaftler zusammen in ein Wissenschaftszentrum und sagt, macht einen lebendigen Grashalm mit, sie werden ihn nicht bekommen, zustande bekommen. Schaut mal daraus, was er macht. Das betest du, dein Wille geschehe. Und er stellt es uns zur Verfügung. Es ist so großzügig von ihm. Im Überfluss, die Bäume hängen voll von Obst. Alles geschenkt. Alles vom Vater, in dem wir beten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot, das ist auch wichtig. Es ist nicht nur das Brot, das wir brauchen alle Brot, und dass wir leben können. Aber hier steht eigentlich jetzt im Lateinischen, in der Vulgata-Übersetzung, das übernatürliche Brot. Gib uns das Brot des Himmels, was unsere Seele nährt. Aber du kannst natürlich nicht sagen, einen, der hungrig ist. Du, jetzt fang mal an zu beten. Du musst dir Brot geben. Und wenn du ihm Brot gibst, dann wird er beten. Dann wird er sagen, was hast du für einen wunderbaren Gott, dass du für mich sorgst. Dann werden sie beten. Aber das übernatürliche Brot, das von Gott kommt, das ist das Wichtige. Das wird den Menschen auch das Brot geben. Und die, die hungern. Aber das übernatürliche Brot ist halt größer, weil es den Hunger der Seele stillt. Weil es der Herr selbst ist, der auch in der Heiligen Messe zu uns kommt. Der ist der, der unsere Hunger stillt und uns etwas ganz Neues schenkt, das Vaterunser. Seht ihr, das ist das, was wir bitten. Nicht nur so, dass wir Brot haben, sondern das Brot des Lebens. Das werdet ihr auch dann heute hören in der Heiligen Messe, im Evangelium, da wird über das berichtet, im Johannes-Evangelium Kapitel 6. Aber das geschieht, versteht ihr? Das wird gegenwärtig gesetzt, der Herr, in der Heiligen Eucharistie, das Blut und den Leib, den er uns gegeben hat. Vergib uns unsere Schuld, wie er denen vergeben hat, die gekommen sind, den Sünder. Vergib uns,
Wir haben eine so große Schuld an Gott und er ist bereit, uns zu vergeben. Und das jeder auch weiß, sei dir gewiss, jeden Menschen, sei er noch so viel, hat er noch so viel Schuld in dieser, auf dieser Erde und er läuft hier rum, jedem hat er vergeben. Jedem. Auf Golgotha. Und er will jedem diese Liebe und diese barmherzige Liebe schenken und jedem Menschen vergeben. Und das steht. Das zeigt, dass er so gut ist. Das zeigt, dass er Liebe ist. Das zeigt, wie er uns geliebt hat, dass er allen vergeben hat und sogar stellvertretend all die Schuld auf sich geladen hat, um es auszuteilen. Es hat ihn alles gekostet. Er ist durchbohrt worden wegen unserer Missetat, zerschlagen wegen unserer Sünden und Vergehen. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, damit er uns diese barmherzige Liebe schenkt und uns aufrichtet, wir es annehmen können. Siehst du, wie er die Menschen aufrichtet? Das war die Ehebrecherin, die sie steinigen wollten, wo er vor sie gestanden ist und hat gesagt: Frau, hat dich keiner verurteilt? Sie sagt: keiner. Dann verurteile auch ich dich nicht. Er hätte den Stein werfen können, weil er ohne Sünde war. Das heißt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Dann sind sie alle abgehauen. Zuerst die Ältesten. Was sie verurteilen wollten, das ist die falsche Gesinnung, die neue Gesinnung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und Gott bringt sie dazu, dass sie die Steine auf den Boden werfen. Sie hauen alle ab, zuerst die Älteste und dann die Jungen. Frau, hat dich keiner verurteilt, dann verurteile auch ich dich nicht. Wo sind sie geblieben? Geh in Frieden. Und dann sagt der Sündige von nun an nicht mehr. Diese Großzügigkeit und Barmherzigkeit, das ist das Bezwingende, was den Menschen bekehrt. Das ist Barmherzigkeit und Liebe unseres Gottes, die uns angedeihen lassen will, ganz besonders in der Beichte. Du wirst ihn merken, du wirst ihn erkennen, du wirst ihn kennenlernen in seiner ganzen Barmherzigkeit, wenn du mal beichten gehst, denn in der Beichte tut er die größten Wunder. Solange du nicht beichten gehst, hängt der ganze Müll in deiner Seele. Und du kannst nicht richtig glauben, du kannst nicht richtig lieben, du kannst nicht richtig in ein Leben kommen, dass es in Fülle ist. Du wirst immer nur rumschauen zur Welt hin und sagen, das machen doch auch die anderen. Aber der Herr will dir was Größeres geben, ein neues Leben. Wenn du deine Sünde wegbekommst, kommst du ins göttliche Leben. Du bekommst etwas, was du nie gehabt hast. Das kommt es an. Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Auch wir sollen einander vergeben. Versöhnung. Wie auch wir vergeben. Vergib. Denn wer seinen Bruder und seiner Schwester nicht von Herzen vergibt, dem kann Gott nicht vergeben. Weil auch Gott am Kreuz uns allen vergeben hat. Und so mach du es auch so. Sonst werden wir immer auf der Ebene bleiben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es wird eine Bombe rüberfliegen, die nächste kommt zurück. Es schwingt eine Faust und trifft und die andere ist schon am Dahinfliegen, um das Gleiche zu tun. Es kommt ein Wort, das den anderen trifft. Und es kommt schon ein Wort der Boshaftigkeit zurück. Aber bei Gott ist es nicht so. Er durchbricht das, weil er vergeben hat und baut eine Kultur des Friedens und der Versöhnung auf, eine Kultur der Liebe auf, eine Kultur des Lebens auf. Dass wir nicht gegeneinander sind, sondern füreinander. Und auch die Schulden vergeben, wie auch Gott uns vergeben hat. Auf das kommt es an. Auch in der Ehe, in der Freundschaft, meine Liebe. Gegeneinander vergeben.
nicht gegeneinander sein. Manchmal, wenn die Liebe auch zerbrochen ist, oder? Wie es so schön dargestellt ist und der andere nimmt sich weg und doch bittet der andere um Entschuldigung. Vergib. Vergib. Füg das Herz wieder zusammen. Mach es wieder neu. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Das ist ein grandioses Bild, oder? Das so schön ist mit dem Apfel und mit der Schlange, die letztlich uns verführt hat und uns immer wieder verführen will zum Bösen und gegen Gott, damit wir ihm nicht glauben. Dass wir es einfach besser wissen wie er. Das ist eben nicht gut. Und führe uns nicht so in der Versuchung, dass das Böse uns wirklich überfällt und uns ganz in Beschlag nimmt. So ist es eigentlich gemeint. Gott kann nicht in Versuchung führen. Führe uns nicht in Versuchung heißt, führe uns nicht so in Versuchung, dass das Böse uns völlig im Griff hat, sondern erlöse uns in dieser Versuchung von allem Bösen. So muss es gemeint sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es richtig verstehen, wo auch die Schlange verführt hat und uns so weit gebracht hat, dass wir Gott nicht geglaubt haben. Was war es eigentlich? Wir haben den da unten geglaubt, der flüstert, aber dem sollten wir nicht in der Weise glauben, sondern wir sollten es überwinden und Gott glauben. Denn wir werden gerettet, indem wir Gott glauben. Was er uns sagt, was er uns Gutes sagt, dass wir uns nicht in diese Verführung begeben, die im Paradies geschehen ist und sie sich immer wieder wiederholt. Und wir dem Bösen das Ohr leihen. Auf jede Stimme hören, merkt ihr, die flüstert auch, die ständig am Flüstern, die ist überall, ist sie dran, um uns von ihm wegzubringen. Und genau das sollten wir nicht sein, sondern mit Gott online sein. Nicht auf diesen gefallenen Engel hören, der uns nur verführt. Der hat es wirklich gut gemacht. Er ist abgehauen. Das war diese Versuchung. Das ist die Frau des Potiphar im Alten Testament. Das ist der Josef. Und sie wollte unbedingt mit ihm schlafen. Und war in der Maße auf der Pelle gelegen. Und das war die Versuchung, oder? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist einfach davon. Er sagt, komm nicht in Frage, komm nicht in die Tüte. Ich tue Gott nicht verletzen. Ich tue nicht ihn verwunden. Und ich tue auch dein Mann, der mir das ganze Haus anvertraut hat, nicht die Ehre abschneiden, indem ich mit dir ins Bett gehe und der Leidenschaft und der Begierde diene. Und er springt weg, sein Mann des Glaubens. So brauchen wir Männer des Glaubens und Frauen des Glaubens. Nicht Männer der Leidenschaft und Begierde, sondern oder Frauen der Leidenschaft und Begierde, sondern Männer und Frauen der Reinheit des Herzens, wo das Gebot Gottes innen drin ist und wir ganz und gar entschieden sind, das Gute zu tun und uns erretten zu lassen aus allem Bösen. Dass der Herr diesen Bösen verjagt. Erlöse uns von allem Bösen. Und der Herr ist auch der, der versucht wurde, um uns diese Kraft zu geben, damit wir erlöst werden von allem Bösen. Der gesagt hat am Schluss, weiche von mir, Satan. Du willst nicht, was Gott will. Weiche. Wenn wir so mit Jesus beten, wird das Böse uns nicht so in Beschlag nehmen, dass es uns total beherrscht. So ist das ganze Gebet hingeordnet in einer neuen Herzenshaltung, die du haben darfst. So sollst du beten. Innerlich, tief, mit Hingabe, mit Freude, mit Liebe. Online mit Gott zusammen. Und jetzt beten wir das wirklich in Stimme auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Allmächtiger Gott, wir bitten dich jetzt.